Moin und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von N-Club, die Show hier aus der Villa Viva. Den N-Club gibt es seit, haltet euch fest, 15 Jahren, das Netzwerk, das Projekte, Menschen und Initiativen zusammenbringt. Und das N steht natürlich für Nachhaltigkeit. Und vor 15 Jahren hatte der ein oder die andere Person vielleicht das Wort Nachhaltigkeit noch gar nicht in seinem Wortschatz. Und das zeigt einmal mehr, wie wir hier die Zukunft mitgestalten beim N-Club. Die digitale Ausgabe gibt es seit 2020 und ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch diesmal wieder mit dabei bin. Wir haben ein wirklich tolles Programm für euch zusammengestellt. Eine gute halbe Stunde mit tollen GästInnen. Unter anderem spricht Lars Meyer in N-Club, fragt nach mit unserem Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Wir haben viermal die 100 Sekunden mit wirklich tollen Ideen und wir verleihen den Haspa Nachhaltigkeitspreis, dotiert mit 2.500 Euro. Wir wollen aber beginnen mit dem Ort, wo ich jetzt hier gerade stehe. Was hat es denn mit diesem Haus hier auf sich und warum ist es eigentlich nachhaltiger als vielleicht ein anderes? So, und genau der Frage gehen wir jetzt auf den Grund, wo sind wir eigentlich hier? Und dafür habe ich zwei Menschen an meiner Seite, auf die ich mich sehr freue. Zum einen Benny und Leine sind da, beziehungsweise wir sind bei euch. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr hier seid. Wir sitzen hier in der Roof Drop Bar, wie ich gerade gelernt habe von dir, lieber Benny. Die Villa Viva ist ein Haus, das Brunnen baut. Das sagt ihr selber und das möchten wir verstehen. Wie genau funktioniert das eigentlich? Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Und gerade ging es ja hier los. Nach 7 Jahren Vorbereitungszeit steht endlich das Haus, das Brunnen baut. Da muss man immer so ein bisschen die beiden Seiten angucken. Auf der einen Seite ist es einfach die Immobilie, die hier entstanden ist, ist langfristig der Vision Wasser für alle gewidmet. 67% an diesem Haus gehört Viva con Agua und damit ist es dem Spekulationsmarkt entzogen, obwohl Viva con Agua dafür keinen Spendencent bezahlt hat. Und in diesem Haus ist dann eben auch das Villa Viva Gasthaus, das Hotel, wo wir Gäste empfangen. Und auch da gehen mindestens 40% aller Gewinne an Viva con Agua. Und demzufolge ist es einfach ein Ort für die Vision, Wasser für alle, für Nachhaltigkeit, viel Freude und viel Gemeinsamkeit und Verbindung. Da möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Trotzdem möchte ich vielleicht da, Leines, dir die Frage stellen, weil ich das auch eben schon angekündigt habe in meiner Anmoderation, dass ihr ganz anders seid als andere Hotels und versucht auch möglichst nachhaltiger zu sein. Du kommst auch aus einem ganz anderen Kontext der klassischen Hotellerie, sage ich jetzt mal. Bist jetzt irgendwie Co-Zirkusdirektor. Und wie fühlst du dich hier in diesem Kosmos und vor allem, was macht die Villa Viva dann letztendlich auch nachhaltiger? Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist tatsächlich so. Also ich komme ja aus der klassischen Hotellerie und was die Villa Viva so nachhaltig macht, ist natürlich einmal der Bau an sich, recycelter Beton, eine Betonkernaktivierung. Also wir versuchen wirklich Ressourcen einzusparen. Die Produkte, die wir verwenden, sind sehr nachhaltig. Wir versuchen sehr viel zusammen. Goldeimer habe ich schon gerade gesehen. Genau, Goldeimer als Toilettenpapier zum Beispiel. Aber auch tatsächlich die Produkte, die man in der klassischen Hotellerie vielleicht wegwirft. Also unser Frühstücksbuffet ist komplett vegetarisch. Das machen wir, damit wir keinen Lachs wegschmeißen, keine Fleischprodukte wegschmeißen, sondern tatsächlich den Käse zum Beispiel weiterverwenden fürs Mittagessen, für Aufläufe, fürs Personalessen. Mhm. Oder vielleicht auch uns sozial engagieren hier in der Umgebung im Münzviertel. Cool. Benny, deine Geschichte ist ja so ein bisschen, du hattest die Wahl zwischen einer sozialen Weltreise und einem Profivertrag vom FC St. Pauli, hast dich dann für Hamburg entschieden und irgendwie daraus ist dann Viva con Agua entstanden, 2006. Du hast gerade schon gesagt, Wasser für alle für Wasser ist euer Motto. Ihr wollt auch nicht, dass es noch mehr Geld für weniger Menschen gibt, hast du gerade im Podcast von euch auch gesagt, Viva la Social. Und mich interessiert jetzt natürlich, wie passt denn ein Haus mitten in Hamburg, das ist ja auch jetzt nicht so klein, eigentlich in diesen ganzen Viva con Agua Kosmos rein
um eure Vision, sauberes Trinkwasser, Sanitäranlagen und Hygiene sozusagen weiterhin zu deliveren und anzugehen. Sehr konkret ist natürlich so, dass hier einfach Gelder generiert werden für konkrete Projektarbeit von Viva Con Agua. Das ist mal vorneweg. Außerdem ist es natürlich ein Ort, der geschaffen wird, um Menschen zusammenzubringen, die hier eine gute Zeit haben, gleichzeitig diese Vision unterstützen. Das hat Viva Con Agua ja immer schon gemacht auf Events und hier oder bei anderen Anlässen und hier eben auch permanent. Und genau das, was du gesagt hast, gerade weil der Großteil der Hochhäuser in unserer Stadt irgendwelchen Heuschrecken gehört, irgendwelchen anonymen Kapitalanlegern gehört, ist es wichtig, dass wir Orte schaffen, die einer sozialen Vision gewidmet sind. Das ist generell in Bezug auf Stadtentwicklung wichtig und der Frage, wem gehören unsere Städte? Und deswegen setzen wir hier ein Zeichen, dass es auch anders geht und dass man Stadtentwicklung, aber auch Tourismus nachhaltiger machen kann, dass man es mit einem sozialen Mehrwert machen kann. Und dementsprechend ist es einfach eine Alternative zu dem herkömmlichen Wirtschaften. Und damit treten wir an. Nicht, es ist das Beste, was es jemals gegeben hat, sondern einfach nur, es ist eine soziale Alternative zu der herkömmlichen Art und Weise, wie wir unsere Wirtschaft machen. Und wie wir alle wissen, ist es Zeit, dass wir unsere Wirtschaft neu denken und gerne gehen wir da auch mit voran. Dann würde ich meine letzte Frage an der Stelle an dich richten, lieber Linus. Ihr wollt ein Haus für alle sein. Klar, das steht natürlich irgendwie im Programm. Wie schafft ihr es denn, alle Menschen zu erreichen, die Communities zu erreichen, gerade in der Stadt oder auch vielleicht über die Stadtgrenze hinaus? Absolut. Also wir wollen wirklich eine geringe Schwelle haben. Unsere Zimmer starten ab 19,10 Euro. Das ist natürlich schon mal wirklich etwas, was es in Hamburg eigentlich so nicht gibt. Ich sehe eine Parallele zum FC St. Pauli. Tatsächlich. Gründungsdatum FC St. Pauli. Des Weiteren ist natürlich unser Restaurant, unsere öffentlichen Bereiche sind immer geöffnet. Sowohl die Rooftop Bar als auch die Viva Cantina. Dort finden dann offene Stammtische statt. Dort kann man zusammenkommen, auch Leute treffen, die vielleicht auch alleine reisen. Langfristig wollen wir das über auch einen Broadcast-Channel ins Leben rufen, dass sich Menschen miteinander verbinden können, dass wir Menschen miteinander verbinden können. Und so wollen wir eben schauen, dass wirklich jeder, der Lust hat, wir wissen ja nicht, wer kommt. Das ist ja das Schöne an dem, was wir tun. Es kann jeder kommen, jeder kann uns buchen und wir können dann eben die Menschen miteinander verbinden. Super. Ja, wir freuen uns, dass wir euch auf dieser Reise mit begleiten dürfen und wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg weiterhin in eurem ersten Jahr ich freue mich, wenn ich dann auch mal hier schlafe. Es wird sicherlich eine Gelegenheit geben und ich sage vielen, vielen Dank, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Genau, und wir freuen uns auch besonders gleich auf N-Club fragt nach mit Lars Meyer und dem Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Aber bevor wir damit starten und Lars ihm richtig in Sachen Nachhaltigkeit auf den Zahn fühlt, sehen wir jetzt zweimal die ersten 100 Sekunden. Und bei den 100 Sekunden ist natürlich der Name Programm. Die Teilnehmenden haben 100 Sekunden auf der Kiste Zeit, ihre tolle Initiative vorzustellen. Und das zeigt einmal mehr, wie facettenreich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit ist. Und dann würde ich jetzt sagen, los geht's, ab geht die Glocke und wir sagen an der Stelle vielen Dank an die Hamburger Energiewerke für die Unterstützung. Wieso kommt sie mit Müll auf die Kiste? Ja, es hat einen guten Grund und ich möchte gerne mit einer Situation starten. Ich bin Katharina Kreuzer und Mitgründerin des Startups Boomerang. Wir haben hier in Deutschland ca. 4,5 Milliarden Sendungen pro Jahr, die für Unmengen Müll sorgen. Und jeder von uns kennt es sicher, einen kleinen Inhalt zu haben und einen riesigen Karton. Doch damit ist jetzt Schluss, denn wir haben eine Lösung gefunden, diesen Müll einzusparen. Wir machen Mehrwegverpackungen für den Onlinehandel. Jede unserer Verpackungen kann bis zu 50 Mal verwendet werden und ersetzt damit bis zu 80% Müll und spart bis zu 80% CO2-Emissionen. Jetzt könnte man sagen, Mehrweg kann jeder. Doch es ist tatsächlich eine komplette Infrastruktur, die wir gebildet haben, inklusive Abgabestationen, inklusive digitalem Pfandsystem und einer neuen Reinigungsmethode, um die Taschen immer wieder wie ein Boomerang zu uns zurückzubringen. Du bestellst also im Onlineshop, wählst Mehrweg aus, zahlst 3 Euro Pfand, bekommst deine Bestellung dann in unserer Verpackung und hast dann die Möglichkeit, die Verpackung klein zu falten und sie komplett kostenfrei an einen von ca. 150.000 Abgabestellen hier in Deutschland, 150.000 Abgabestellen hier in Deutschland einzuwerfen und bekommst dann dein Pfand vollautomatisiert und digital wieder zurück.
Du kannst also online shoppen, ganz ohne schlechtem Gewissen, hast keine Kosten und wir gemeinsam können den Onlinehandel ein wenig revolutionieren. Konsum, was für ein großes und oft sehr negativ besetztes Wort. Aber warum ist es eigentlich negativ besetzt? Weil oft die Menschen, die uns Produkte zur Verfügung stellen, nicht nachhaltig und fair produzieren. Da komme ich, Nils, ins Spiel. Mit meiner Plattform Social Alternatives zeige ich nur Produkte, die fair und nachhaltig produziert sind und darüber hinaus ein soziales Projekt unterstützen. So kaufe zum Beispiel Seife, die Menstruationsarmut in Ruanda bekämpft, Schuhe, die Wasserprojekte unterstützen oder das Duschgel, was Wälder schafft. Wenn du mitmachen willst, geh auf Social Alternatives, nimm an unserer Initiative teil, wo wir neue Charity-Produkte schaffen, bestehenden Shops Produkte vermitteln und darüber hinaus noch viele weitere Projekte um den nachhaltigen Konsum planen. Ich bin Nils und ich stehe mit Social Alternatives für dein Statement an der Kasse. N-Club fragt nach, direkt aus der Jan Delay Suite in der Villa Viva, zu Gast der Präses der Finanzbehörde Hamburg, Dr. Andreas Dressel. Moin, moin Lars, freue mich sehr hier zu sein. Wir sitzen hier auf diesem bequemen Doppelbett, wir können ja eigentlich auch fast liegen, aber ich denke im Sitzen ist das Reden doch ein bisschen das besser. Stimmt, ja. Wenn du auf Reisen gehst und durchaus musst du das ja mal, worauf achtest du bei einem guten Hotel? Was ist für dich ein gutes Hotel? Dass das Badezimmer wirklich okay ist, das ist schon wichtig und ich hätte eigentlich gerne immer zwei Kissen, weil ich ein bisschen höher liege und dann bin ich manchmal genervt, wenn so ein Hotel, dann kann ich mal denken, guck mal, hier sind zwei jeweils, ja, das toll. Ist perfekt, also sowieso ein tolles Hotel hier. Jetzt kommen wir mal zu weniger perfekten Themen als zwei Kissen, obwohl Hamburg ja tatsächlich noch ein bisschen immer wie die Insel der Glückseligkeit wirkt. Zwischen all den Krisen, die da draußen passieren, wirkt es immer noch so, dass die Finanzen auch noch in Ordnung waren in 2023. Wie sieht es denn jetzt für 2024 aus? Weil du hast ja den täglichen Blick auf die Schatzkiste. Das stimmt, wobei so viel ist da gar nicht drin, wie man immer gemeinhin denkt. Aber wir sind schon ein bisschen besser, auch jetzt durch die Corona-Krise finanziell durchgekommen. Natürlich haben auch ein paar Sondereffekte eine Rolle gespielt. Wir haben ja eine kleine Reedereibeteiligung, wie auch dem einen oder anderen auch bekannt ist. Das hat natürlich jetzt ein bisschen bei der Dividende was gebracht. Also insofern 23, 24 sind wir noch ganz gut dabei. Aber es ist klar, die Lage trübt sich jetzt natürlich auch weiter ein. Wir sind auch betroffen von den Kürzungen auf Bundesebene. Insofern, das werden jetzt schon schwierige Jahre. Das ist immer blöd, wenn man das zu Jahresanfang sagen muss. Aber Ehrlichkeit gehört eben da auch dazu. Und es wird nicht einfach. Und wir müssen ein bisschen das Geld zusammenhalten, damit wir dann auch durch diese Krisenphase jetzt durchkommen. Insel der Glückseligkeit hast du nicht negiert. Sprich, was macht denn Hamburg so besonders? Also haben wir einfach weitaus bessere Voraussetzungen oder ist der Senat einfach, hat der einfach ein glückliches Händchen und kann mit Geld umgehen? Das natürlich sowieso. Aber nein, ich glaube, wir machen ein paar mehr Sachen auch richtig, was in Berlin vielleicht im Moment auch ein bisschen quer läuft. Ich glaube, wir kommunizieren in dieser Stadt auch besser miteinander. Es wird nicht immer nur schlecht übereinander geredet wie in der Blase Berlin, sondern ein gutes Miteinander von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Es gibt ein mehr einen Gemeinsinn, wenn es darum geht, Projekte zu realisieren für Hamburg. Natürlich haben wir auch gute Voraussetzungen. Wir haben weiter auch Bevölkerungswachstum. Das heißt, Hamburg ist attraktiv für Leute, die hier studieren wollen, Business gründen wollen. Das sind alles positive Faktoren. Das sind natürlich aber auch Herausforderungen, weil natürlich das Thema Wohnungsbau wird natürlich auch weiter wichtig bleiben, gerade in einer Phase, wo der Wohnungsbau gerade ein Stück abschmiert. Das ist ein großes Thema jetzt auch fürs neue Jahr. Wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit in dieser Stadt? Ich sag mal, vor 13 Jahren war Hamburg Europas Umwelthauptstadt. Mhm. Das war ein Titel fast ohne Wert, weil er kaum ausgefüllt wurde. Man hatte den Eindruck, dass der damalige Bürgermeister Olaf Scholz nicht ganz so viel Interesse an dem Thema hat. Wie sieht es denn jetzt mit dem Stand der Nachhaltigkeit 13 Jahre später aus?
Ich glaube, wir sind schon echt ein Stück vorangekommen. Und ich finde auch, wir haben jetzt Klimaschutzgesetze gemacht, wesentlich geräuschloser als in Berlin, muss man sagen. Wir haben auch eben getreu dem Motto, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Wirklich sehr, sind in Klausur gegangen, was können wir der Wirtschaft, der Wohnungswirtschaft auch zumuten an Veränderungen mit einer vernünftigen Veränderungsgeschwindigkeit. Das, glaube ich, machen wir ein Stück besser. Wir haben ja auch große, starke öffentliche Unternehmen, die ja auch den N-Club zum Beispiel gerne unterstützen. Auch das ist ein Zeichen, dass wir gut zusammenarbeiten in der Stadt. Und den haben wir jetzt aufgegeben. Ihr sollt auch 5 Jahre schon früher klimaneutral sein als die Stadt insgesamt. Also 2045 ist ja das Gesamtziel. Wir wollen schon 2040 mit den öffentlichen Unternehmen klimaneutral sein. Also es gibt viele Steps, wo es vorangeht, aber natürlich, es muss weiter mehr Tempo und Druck gemacht werden, dass wir beim Thema Nachhaltigkeit vorankommen. Kultur ist ein wichtiges Thema, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit, auf Bildung, auch auf Horizonterweiterung. Jetzt haben wir hier in Hamburg ein großes Thema, das sogenannte Clubsterben. Mhm. Durch verschiedene Umbaumaßnahmen, durch Mietverträge, die gekündigt wurden, ist da so einiges in Schieflage geraten. Also der berühmte Molotow-Club hat sein Mietverhältnis beendet bekommen. Da braucht es irgendwie eine Nachfolgelocation. Und dann auch natürlich an der Sternbrücke die Clubs, die jetzt zur Hälfte zumindest jetzt eine Heimat gefunden haben. Wie wichtig ist dir denn Clubleben? Also blicken wir mal 30 Jahre zurück. Hast du da selber auch in diesen Bereichen rumgehangen oder? Ja, ehrlicherweise war ich da, glaube ich, ein seltener Gast, muss man ehrlich sagen. Und trotzdem hast du völlig recht, was das zum Leben in dieser Stadt beiträgt. Und auch, dass wir gerade auch für junge Menschen attraktiver Standort sind, wo man gerne studiert, beruflich seine ersten Schritte geht, eine Familie gründet. Also alles, was dazu gehört. Und dazu gehört natürlich auch tolles Kultur- und Nachtleben dazu. Und deshalb ist das etwas, was uns im Senat umtreibt. Natürlich Carsten Broster, unseren Kultursenator, aber auch mich, weil ich für die öffentlichen Immobilien auch zuständig bin. Und deshalb freue ich mich, dass wir mithelfen können, dass wenn jetzt auch Clubs sich räumlich verändern müssen, zum Beispiel die unter der Sternbrücke, da ist es uns gelungen, hier nebenan bei den Deichtorhallen, in den Kasematten ein neues Zuhause zu finden. Und auch fürs Molotow sind wir dabei, die zu unterstützen. Carsten Broster und ich und der Bezirksamtsleiter in Mitte, unsere Unternehmen gucken, was können wir tun, weil wir wissen, die wollen natürlich am Kiez bleiben. Und das ist auch unser Bestreben, dafür mitzuhelfen, weil das ist ein Stück Hamburg. Und es gibt ganz viele, die sich Hamburg ohne Molotow auch nicht vorstellen können. Wenn du dich als Jugendlicher wenig in dunklen, unwegbaren Clubs rumgetrieben hast, wo hast du dir denn die Härte geholt, dass du heute so ein standhafter, erfolgreicher Politiker bist? Also ich spiele auf die Angriffe an, auf Robert Habeck beispielsweise, Cem Özdemir. Es sind ja mittlerweile nicht nur Tomaten, die mal fliegen bei einer Rede, sondern einige drohen mit Mistgabeln und auch persönlichen, körperlichen Angriffen. Lässt sich das zweifeln, dass du auf dem richtigen Weg bist oder wärst du vielleicht doch lieber irgendwie nur einfaches Mitglied in der Finanzbehörde? Ja, also das treibt mich schon um und ich glaube, das ist aber auch etwas, wo wir in Hamburg auch ein bisschen zeigen können, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann in einem Gemeinwesen und trotzdem geht man anständig miteinander um. Und das sollten wir uns in Hamburg bewahren. Wünsche ich mir sehr, dass das auf Bundesebene auch ein Stück Beachtung findet. Aber dieses Thema, wie gehen wir miteinander um? Ich habe halt auch schon mal Attacken auf unser Familienhaus gehabt vor einigen Jahren oder auch jetzt. Das hat mich schon sehr genervt, als diese Tarifauseinandersetzung war. Ich war ja der Verhandlungsführer. Da hat tatsächlich Verdi gesagt, den Finanzsenator zu Hause besuchen und haben eine Demonstration durch Volksdorf gemacht und sind tatsächlich bei der Schule von meinem Sohn. Die wussten vermutlich nicht, dass er da zur Schule geht. Mhm. Aber dann sagt er nachher irgendwie, Papa, heute ist so ein Demozug so mit Transparenten bei der Schule vorbeigezogen. Mhm. Ich sage, das ist irgendwie ziemlich beschissen, auf Deutsch gesagt. Das habe ich dann auch dem Verdi-Chef gesagt und er hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt. Weil dieses Thema, wir müssen in der Lage sein, kontrovers zu diskutieren in Demokratie, aber dieses privat auf die Pelle rücken, das muss aufhören. Dass der sächsische Ministerpräsident, der da die AfD-Leute bei sich am Gartenzaun hat, das ist eine Perversion von Politik und gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Es muss ein Mindestmaß an Umgangsformen geben miteinander, sonst wird es schwierig mit der Demokratie.
Kommen wir nochmal zu deinen Kindern zurück. Nicht erst seit Fridays for Future lernen Erwachsene oder vor allen Dingen Eltern ganz viel von ihren Kindern. Im Thema Nachhaltigkeit ist das total präsent, also weniger Fleischkonsum, anders reisen und so weiter. Was sind denn so die letzten Tipps, die du von deinen Kindern übernommen hast? Also wir hatten vor einigen Jahren tatsächlich eine große Geschichte, weil meine große Tochter aus ihrer Klassenreise in Österreich hatten sie das Thema eines Kalbs, was da in Österreich hätte geschlachtet werden sollen. Und dann haben die alle gesagt, das geht alles nicht. Und dann haben sie das Kalb tatsächlich politisches Asyl im Museumsdorf Volksdorf bekommen. Mhm. Und dann haben die daraus ein Schulprojekt gemacht und gesagt, wie muss eigentlich eine artgerechte Haltung aussehen oder aber auch das Thema artgerechte Verwertung in Tüttelchen, also haben ganz viel auch über nachhaltige Ernährung sich damit befasst. Das Goofy, also wenn man das mal googelt, Goofy und Museumsdorf Volksdorf, kommt eine ganze Geschichte. Das heißt, wir haben uns auch dadurch nochmal ganz anders mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und ich, das ist in Zeiten, glaube ich, der Bauernproteste auch ein Thema, wo jeder sich natürlich mit befasst. Mhm. Und in Wahrheit können wir alle etwas tun, indem wir nämlich, wenn wir beim Discounter einkaufen, mal überlegen, welchen Preis wir da bezahlen. Und wenn wir es können, dann auch tatsächlich für artgerechte Haltung auch ein paar Euro mehr bezahlen können. Das heißt, wir selber sind ein Stück als Konsumenten auch der Schlüssel, zu einer richtigen Lösung zu kommen. In vielen Bereichen auf jeden Fall. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Antworten, die ich bekommen habe und vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen Tipp und Einblick in deine Arbeit. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Haspa Nachhaltigkeitspreis. Und vorher gibt es aber nochmal 2x100 Sekunden mit fantastischen Projekten. Moin ihr Lieben, mein Name ist Jonathan und ich möchte helfen, unseren Boden zu retten. Und ich glaube, dass die Kreislaufwirtschaft dafür genau die richtige Lösung ist. Aber wo fangen wir an, das Wissen über Boden und Kreislaufwirtschaft zu verankern? Wir glauben bei Kindern. Und deshalb haben wir Bodenhelden gegründet. Stellt euch vor, jedes Kind könnte direkt im Kindergarten oder im Klassenzimmer die Wunder des Weltreichs erkunden. Unsere Terrabox macht es möglich. Das ist die erste Wurmkiste mit dem Erlebnisfenster. Durch dieses Erlebnisfenster können Kinder, aber auch Erwachsene, den natürlichsten aller Kreisläufe beobachten und sehen, wie aus Abfällen wieder richtig geile Erde wird. Bodenhelden ist aber viel mehr als nur eine Wurmkiste. Wir sind ein ganzheitliches Bildungsprogramm. Spannende Experimente, Gamification und auch das iPad darf mal zur Hand genommen werden. Ziel ist es, Boden- und Kreislaufwirtschaft erlebbar zu machen. Und dafür wurden wir bereits von der UNESCO anerkannt, haben aber auch schon über 1000 Stadtkinder mit dem Thema Kompost, Regenwürmern und Kreislaufwirtschaft in Kontakt gebracht. Unser Motto lautet Bodenentdecker heute, Bodenhelden morgen, gesunde Erde immer. Danke. Hallo, mein Name ist Vanessa und ich möchte allen queeren Menschen ein angstfreies Coming-out ermöglichen. Dafür habe ich mit meinem Kollegen Markus die Initiative Welcoming Out gegründet. Gerade in Zeiten von zunehmender Queerfeindlichkeit braucht es Menschen, die ihre offene Einstellung sichtbar machen, dadurch Ängste abbauen und sozusagen zu einem Coming-out ihnen gegenüber einladen. Unserer Erfahrung nach gibt es viel mehr Menschen, die so eine offene Einstellung haben. Aber die wenigsten reden darüber und es steht ihnen ja auch nicht auf die Stirn geschrieben. Deswegen haben wir ein Symbol entwickelt, sinnbildlich zwei sich umarmende Menschen. Wir laden alle dazu ein, damit sichtbar zu machen, was sowieso schon in ihnen steckt. Wir sagen dazu, sein Welcoming Out haben und wir finden, Akzeptanz steht allen gut. Die Möglichkeiten dazu sind sehr vielfältig. Wer gerade keinen Pulli zur Verfügung hat, der kann sich einen Button holen. Und wo es die gibt und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, das findet ihr auf unserer Homepage oder auf Instagram. Es ist ein kleiner Schritt, sein Welcoming Out zu haben und auf der anderen Seite bedeutet es ein angstfreies Coming Out. Egal ob in der Familie oder im Freundeskreis oder auf der Arbeit. Wir wollen gemeinsam eine Bewegung entfachen und wir laden alle dazu ein, mitzumachen und wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Egal ob von Einzelpersonen oder von bekannten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Stübi, dem HSV-Stadionsprecher oder auch von Organisationen wie zum Beispiel Beiersdorf, die zusammen mit vielen weiteren Organisationen schon an Bord sind. Also sei dabei und hab dein Welcoming Out.
Wir kommen jetzt zu einem weiteren Highlight unserer Show. Wir verleihen jetzt zum 4. Mal vom N-Club den HASPA Nachhaltigkeitspreis, dotiert mit 2.500 Euro an Initiativen aus der Metropolregion Hamburg, die sich für eine lebenswertere Zukunft in unserer Stadt einsetzen. Und das mache ich jetzt natürlich nicht alleine. Ich habe zwei Gäste hier mit dabei, auf die ich mich sehr freue. Zum einen ist Julia da von der mobilen Bulli-Suppenküche. Moin Julia. Moin. Schön, dass du da bist. Und Markus ist da von der Hamburger Sparkasse. Ja, vielen Dank für die Einladung. Markus, mit dir würde ich jetzt gerne auch erstmal starten, denn ihr wählt ja aus, wer dieses Geld bekommt. 2.500 Euro, damit kann man schon einiges bewegen. Es gibt immer eine Vielzahl an Bewerbungen. Wie entscheidet ihr euch, welches Projekt letztendlich den Zuschlag bekommt? Wir machen das gar nicht so kompliziert. Das Team guckt sich die Bewerber an und dann schauen wir, ist das ein guter Verein? Und natürlich, was haben die mit dem Geld vor? Und dann wird relativ schnell klar, wer der Gewinner sein soll. Wir nehmen hier noch nichts vorweg, ja? Ich frage jetzt mal ganz neutral, liebe Julia von der mobilen Bulli-Suppenküche, was macht ihr denn genau? Das Zentrum, wie der Name schon sagt, ist, dass wir mobil tatsächlich heißes Essen verteilen, überwiegend Eintopfe. Und die verteilen wir auf Hamburg Straßen seit 2014. Und wir haben inzwischen ein umfangreiches Angebot für Menschen ohne Obdach und Menschen in Armut, die auch soziale Beratung brauchen. In den neuen Räumen, in der Bulli-Ecke, haben wir auch Duschen jetzt und Toiletten. Darüber freuen wir uns besonders. Wir kochen immer frisch. Cool. Ja, Kleidung gibt es natürlich auch und alles, was gebraucht wird, von Zelten, Schlafsäcken, Isomatten, das ist sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass wir auch viele Menschen in Wohnraum vermitteln können über eine längere Zeit. Dann erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch auch zum Jubiläum. Das sind Dankeschön. Ja dann auch 10 Jahre. Ja. Was sind so die Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt in eurem Alltag? Also im Moment haben wir ja alle mit dem Wetter zu kämpfen, würde ich mal sagen. Aber das schaffen wir ganz gut. Und ansonsten müssen wir im Moment sehr viel Geld sammeln, was wir so für uns nicht kennen, was wir eben auch für unsere neuen Räumlichkeiten brauchen, für die Bulli-Ecke und die Instandhaltung des Bullis, der das Zentrum unserer Arbeit ist. Um nachhaltig Spenden einfahren zu können, ausfahren zu können, brauchen wir unseren Bullibär, so heißt er, so haben sie ihn genannt. Genau, weil wir haben inzwischen großen Kräfte und begonnen haben wir mit dem T3. Cool. Markus, damit ist so ein bisschen vielleicht das Geheimnis gelüftet, hier wo Julia neben uns steht. Warum hat denn die mobile Bulli-Suppenküche hier verdient, den HASPA Nachhaltigkeitspreis zu bekommen? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ja im Grunde genommen ein Riesenpaket. Ne? Die Versorgung, das Ehrenamt, die tolle Arbeit. Also da waren wir uns relativ schnell einig. Und dass der Bulli nun das Herzstück ist und dringend mal in die Reparatur muss, das hat es uns noch leichter gemacht. Das ist ein bisschen ähnlich wie Anfang letztes Jahr. Da musste dringend ein Kühlraus angeschafft werden. Da haben wir auch unsere Filiale auf dem Kiez hat da relativ schnell reagiert und gesagt, hier, dann spendieren wir das Kühlhaus. Immer da, wo es am meisten brennt, sag ich mal. Super. Also dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zur offiziellen Scheckübergabe. Und Markus, vielleicht magst du noch 2 oder 3 Worte auch an Julia richten. Ja, Julia, tolle Arbeit, 10 Jahre lang. Wir sind irgendwie gespannt, was passiert und hoffen, dass du immer weiter aktiv bleibst in unserer schönen Stadt und dass dir die 2.500 Euro ein bisschen helfen, weiter mobil zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bin sehr dankbar für das Geld und ich bin auch dankbar für die vorherige Unterstützung. Und insgesamt finden wir es als Hamburger toll, dass die HASPA insgesamt sich um so viele Projekte kümmert, was die wenigsten eigentlich wissen. Herzlichen Dank. Gerne. Also vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg weiterhin. Also Julia ist da mit ihrem Team eine von über 30 Millionen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Das Kitt unserer Gesellschaft, wie man so schön sagt. Und immer wieder auf jeden Fall eine Auszeichnung wert. Und ich hoffe, wir begleiten euch noch viele Jahre lang hier mit dem N-Club. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Das war sie, unsere 7. Ausgabe von N-Club, die Show. Wie schön, dass ihr zugeschaut habt und wir hoffen, dass wir euch mit unseren Gästen genauso inspirieren können für einen weiteren Austausch. Denn das ist quasi ein Aufruf von mir an euch, dass ihr die Gäste kontaktiert, dass ihr vielleicht auch einmal an der einen oder anderen Stelle einfach ein Lob loswerdet oder vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Idee, zusammen zu arbeiten oder zu netzwerken. Das begrüßen wir natürlich und ihr wisst natürlich auch, wohin ihr gehen solltet, falls
ihr ein Hotelzimmer braucht. An der Stelle möchten wir nochmal vielen, vielen Dank an all unsere Möglichmacher dieser Folge hier sagen. Und ich beginne einmal mit Sprinkenhof, den Hamburger Energiewerken, der Hamburger Sparkasse, Mercado in Altona. Und natürlich möchte ich auch unseren Medienpartnern danken. Das ist einmal die Hamburger Morgenpost, die Szene Hamburg und Wall. Und nochmal vielen Dank an unsere wundervollen Gastgeber der Villa Viva. Und wenn ihr jetzt Lust habt, zu einem unserer Live-N-Clubs zu kommen, dann schreibt doch einfach an die unten stehende Adresse, dann laden wir euch sehr, sehr gerne ein. Und ja, generell lohnt es sich natürlich immer, unseren Social-Media-Kanälen auch zu folgen. Und wir freuen uns, euch kennenzulernen und euch wieder zu treffen, eben weil Nachhaltigkeit nur gemeinsam geht. Tschüss! Villa Viva, where great minds integrate. Nothing can stand in our way. We take a stance to bring about a change. Villa Viva, are you in the right space? Inequality we not tolerate. We took a stance to bring about a change. It no matter if you're black or white. Come with your positive mind, it's alright. Like fresh air, water is a human right. Without H2O, there can be no life. System a make things hard. They control water, them a play God. Them a care about the poor, them a laugh. We pave we own road, we no follow them path. Villa Viva, where great minds integrate. Nothing can stand in our way. We take a stance to bring about a change. Villa Viva, are you in the right space? Inequality we not tolerate. We took a stance to bring about a change. To lay a foundation, that's the priority. We main aim is to upgrade humanity. Build bridges like a construction company. No animosity, we not support anarchy. Show empathy for the less fortunate. Their tomorrow is what we should illuminate. Everyone deserves clean water. One key element we can be short of. Villa Viva, where great minds integrate. Nothing can stand in our way. We take a stance to bring about a change. Villa Viva, are you in the right space? Inequality we not tolerate. We took a stance to bring about a change. It no matter if you're black or white. Come with a positive mind, it's alright. Like fresh air, water is a human right. Without H2O, there can be no life. System a make things hard. They control water, them a play God. Them a care about the poor, them a laugh. We pay we own road, we no follow.